Die Kältewelle hat Mittel- und Osteuropa fest im Griff. Überall bibbern die Menschen bei Temperaturen jenseits von minus 20 Grad. Auch hier in Kiew. In den vergangenen Tagen sind in der Ukraine Dutzende Menschen erfroren. Meist sind es Obdachlose oder ältere Menschen. Die Behörden haben nun Aufwärmstationen eingerichtet. Hier können sich Obdachlose kostenlos aufwärmen. In den vergangenen drei Tagen haben mehr als 150 Leute diese Station besucht. 1500 solcher Wärmestationen haben die Behörden aufgebaut. Hier werden die Menschen auch medizinisch betreut und bekommen aus der Feldküche etwas zu essen. Gerade noch rechtzeitig bis zur Aufwärmstation hat es der Obdachlose Andrei geschafft. Ich habe ein bisschen was getrunken und bin auf der Bank eingeschlafen. Als ich nachts aufgewacht bin, konnte ich meine Beine nicht mehr fühlen. Fast 500 Menschen haben sich innerhalb von drei Tagen wegen Erfrierungen und Unterkühlung ärztlich behandeln lassen. Eine dauerhafte Lösung sind die Aufwärmstationen aber nicht. Sie gehen wieder, weil wir keine Einrichtung haben, wo sie bis zum Frühling bleiben können. Und der wird vermutlich noch eine Weile auf sich warten lassen, denn das sibirische Hochkupa soll in den kommenden Tagen auch in Deutschland weiter für klirrenden Frost sorgen.